Ich bin wirklich angekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich bin angekommen. Sehr schön. Was ist denn das? Hm, okay. Keine Legende in der Karte. Schade. Guten Tag. Ignorieren Sie mich. Hier sind auf jeden Fall drei Nebenquests, die wir hier einfach starten können. In Mutterkrone. Wir sind in Mutterkrone angekommen. Mutterkrone. Sieht eher wie ein Militärlager aus. Ach, guck mal einer an, wer da steht. Hat schon bessere Zeiten gesehen. Mensch, Sona, lang nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist, aber schön, dass du da bist. Ich rede mal mit der Guten. Wir haben sie erst gestern das letzte Mal getroffen. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Sind wir so nett? Ich denke mal, ne? Ich bin mal so frei. Okay, also Lanzenhornlinse. Keine Ahnung, wo ich ein Lanzenhorn herkriege. Bitte nicht auf mich schießen. Und irgendwelche Pfeile austragen. Okay, finde ich ja witzig. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie uns wiedererkennt. Aber gut, es gab wenigstens einen Kommentar im Sinne von, du verstärkst jetzt hier diesen Ort. Ich kann ja mal weiterreden. Mit Tame zum Beispiel. Kriegerin, Mutterkrone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher flickt sich an Mänteln und Rüstung die Finger wund. Im Osten gibt es viele Eber, hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter, vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm dieser heute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Okay, noch ein kleiner Nebenauftrag, wenn ich das mal so sagen darf. Gut, links, rechts, rechts, links zuerst. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich eine Cutscene startet. Ich gehe mal hier auf den Punkt. Oh, guck mal. Ah, wichtig, speichern. Wir sind ja jetzt im neuen Dorf. Hier ist ein bisschen Quest-Hub, ne? So, fühlt sich an wie ein Quest-Hub, wo ich gerade angekommen bin. Deswegen, also zuerst gucken wir uns das mal an und wir reden mal mit Dings. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Wieso denn nicht? Ich bin auf dem Weg zur Grenze. Du bist Händler. Was weißt du über den Kaja-Stamm und dessen Hauptstadt Meridian? Ich habe das Heilige Land nie verlassen. Aber ich habe immer wieder einmal mit Kaja gehandelt. Sie sind recht hochnäsig, wenn du mich fragst. Und Meridian. Sie reden von nichts anderem. Eine Stadt, erbaut auf einem Tafelberg mit Türmen, die so hoch wie Gebirge sind. Wie konnten die Kaja solche Wunder vollbringen? Sklavenarbeit. Doch ihr neuer König hat sie verboten. Gerechtigkeit ist ihm wohl wichtiger als neue Bauten. Mhm, okay. Gefällt dir was davon? Natürlich. Ja, wenn es bei dir nicht läuft in den Verkäufen, kriege ich Rabatt. War ja nur eine Frage. Entschuldigung. Okay, also, gucken wir uns mal ganz kurz an. Also einen Kaja-Bogen haben wir anscheinend schon. Der ist ja in der Tasche drin. Die Schleuder habe ich noch nicht. Die könnte ich kaufen. Den Scharfschützenbogen in der Form haben wir auch nicht. Und wir hätten hier unten noch eine Schattenschleuder. Die kostet natürlich noch mehr.
So, wir verkaufen erstmal. Also, Verkauf gegen Metallscherben. Die Verwendung, ihr habt mir ja beim letzten Mal, also gestern geholfen und gesagt, wenn da die Verwendung steht, können wir es einfach verkaufen. So, Verkauf mit Händlern, Verkauf gegen Geschäfte mit Händlern. Das wäre wohl Tauschen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Verkauf gegen Metallscherben. Hier, das Ding können wir definitiv verkaufen. Okay, dann gucken wir mal, was wir noch haben. Objektherstellung, Geschäfte mit Händlern, Verkauf gegen Metallscherben. Ich verkaufe erstmal das, was gegen Metallscherben nur ist. Weil das andere weiß ich noch nicht, ob man es vielleicht später nochmal braucht. Ja, kann ja sein. So, also Geschäfte mit Händlern, Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Hier sind nur Metallscherben, können wir verkaufen. Bringt halt Kohle. Munitionsherstellung, das ist alles wichtig. Was steht da? Metallscherbe. So, das können wir. Schnellreise, ja. Okay. Okay. So, wir haben jetzt ein paar Scherben. Das ist super, dann kann ich nämlich doch mal kaufen. Gucken wir mal, was kostet denn so ein Dings? 40. Ach, guckt mal, beziehungsweise noch viel mehr. Moment, 900 kann ich mir nicht leisten. Was gibt's denn hier für schicke Kleidung? Ich glaube, den Kopfschmuck werde ich bei ihr ausblenden. Das geht im Menü. Okay. So, hier haben wir stille Nora-Jägerin. Die schweren Rüstungen. Die behindern sie hoffentlich nicht, oder? Hier steht, diese Rüstung wurde hergestellt, um den Elementen zu trotzen und hat sich in den extremen Bedingungen des Heiligen Landes gut bewährt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sie davon behindert wird, wenn sie dann sozusagen kämpft. Weil wir haben ja momentan... Ich würde ihr gerne eine mittlere Rüstung geben. Ich versuche ja zu schleichen. Okay, dient der Tarnung. Und erschwert es, die Trägerin zu sehen und zu hören. Das hier ist die Kriegsvariante für den Fronteinsatz. Das habe ich momentan an. Weil ich dachte, es könnte ganz gut sein, wenn wir sozusagen besser geschützt sind. Dann haben wir hier, um Elementarschaden auszuweichen. Das ist im Prinzip auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier dieses Banuk-Schamanengewand aus geflochteten Kabeln und vom Maschinenöl durchtränkten Stoffen schützt vor Verderbnisschaden. Ach, das ist ja auch cool. Übrigens das, was irgendwie am freizügigsten wohl ist. Okay, und dann hätten wir hier noch gegen Kälte. Aha, jetzt kommt hier Kälteschutz rein. Also kurzum, für die Nordenregion brauchen wir dann eine andere Rüstung. Aber da bräuchte ich Panzerwandererlinsen, die habe ich noch nicht. Weil Panzerwanderer habe ich zwar gesehen, aber ich habe die noch nicht angegriffen. Wie wäre es, wenn wir die Tarnungsvariante nehmen? Weil damit müsste ich schwerer entdeckt werden. Und ich versuche ja mal zu schleichen. Und es hat ja beim letzten Mal ganz gut geklappt, bis so zum allerletzten Punkt immer. Weiß ich nicht. Also entweder die oder halt wieder die hier für den... schützt gegen Nahkampfangriffe. Na gut, Nahkampf... nee. Machen wir nicht. Im Nahkampf greift mich kaum was an. Also nicht so richtig. Wenn war es mehr so Fernkampf, was ein Problem war, glaube ich. In der letzten Stream-Variante. Ich nehme mal hier die Schleichung. Ich nehme die einfach mal. So, wir rüsten die aus. So, sind ausgerüstet. Dann würde ich sagen, wir gucken mal unter den Waffen. Wir haben ja ein bisschen Geld. So, also diesen Bogen. Ich finde den Bogen, den wir haben, sehr gut. Weil der kann halt zwei Arten von Munition. Während der Scharfschützenbogen... Achso, der kriegt auch zwei. Aber bin ich nicht Fan von momentan. Der durchbricht Panzerung, wenn ich das Symbol richtig interpretiere. Macht Schaden und macht Schaden an Rüstung. Während der hier... Hust. Während der hier normalen Schaden macht, also Schaden an Rüstung und ohne Rüstung und dafür aber Feuer fahren. Apropos,
Wir hatten gestern, hatte irgendjemand gesagt, dass der Feuerfall keinen Initialschaden machte. Stimmt aber nach der Anzeige nicht. Da steht, dass der gegen ungepanzerte Gegner 12 Schaden macht. Ah, naja. Nur mal so. Gut, ich würde vorschlagen, wir nehmen hier diese Dinger hier, die Stolperfallen. Die habe ich schon. Also es fehlt mir eigentlich die Schleuder, damit ich da auch zwei unterschiedliche Sachen schleudern kann. Blitz und Eis finde ich ganz gut. Ich würde aber die nehmen und nicht die teure, weil die kann ich mir sowieso gerade nicht leisten. So, also hier mal geschleudert. Machen wir einfach mal so. So, was können wir noch nehmen? Achso, eine Schatzkiste. Gratisprobe. Natürlich. Munitionskiste. Keulenbogenkiste. Kostenlos. Oh, kostenlos. Machtbogen, kostenlos. Outfitkiste, kostenlos. Alles, was kostenlos, nehme ich mit. Da, das steht dir gut. Und es schützt dich vor dem Gift, das diese verdorbenen Maschinen absondern. Ah, danke, danke, danke. Okay. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Ja, gucken wir mal. So, neue Rüstung, neue Optik. Sieht doch schick aus. Ich guck mal kurz in den, nicht in den einen, ja, Fotomodus wollte ich nicht. Ich wollte in der Einstellung, ganz, ganz kurz. Es lief unter Allgemeines war es, ne? Kopfschmuck. Ich schalte den mal aus. Ich schalte in allen Spielen immer Kopfschmuck oder Helme aus, weil ich finde das immer so doof. Du siehst die Figur dann nicht, ja? Also deswegen Kopfschmuck aus, auch wenn diese Rüstung hier gar keinen Kopfschmuck hat. So, und dann einmal ins Inventar. Wir haben ja ganz viele Gratis-Schatzkisten gerade gekriegt. Mit ein paar Scherben, noch mehr Scherben, noch mehr Scherben und ganz vielen Scherben. Ein bisschen Holz. Irgendeine Sprengfalle. Einen Bogen. Ein Vorreiter-Outfit. Noch ein Bogen. Und ein Outfit. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn gekriegt? So, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendein Dings gekauft, was ich gar nicht brauchte. Also, wir haben ein Elementarrüstung. Und hier haben wir praktisch eine normale Sturmrüstung. Okay. Kriegerinnen Schicht aus Metall und Leder können Klingen und Pfeile abwenden. Das ist super, ja. Ich hatte ja vorher die an, die konnte Nahkampf abwenden, ja, aber nicht Pfeile. Deswegen, okay, wir lassen es bei der Schleichrüstung und gucken mal, ob wir die dann modifizieren können. Ich guck mal die Waffen mir an. Der ist gerade ausgerüstet. Wir haben einen Machtbogen gekriegt zum Jägerbogen. 16-25, 16-30. 16-25 und Dings. Der ist im Prinzip besser, aber nicht aufgewertet. Okay. Ach, der macht dann keinen Feuerschaden. Mhm. Okay, okay. Kann ich Waffe mal kurz gucken, ob wir die modifizieren können. Ich würde den hier nicht nehmen, weil Feuerschaden ist eigentlich besser. Haben wir da was? Feuerpfeile, Feuerspule, Handhabung, Handhabung. Wir hätten nur Handhabung. Und den, den ich momentan habe, der hat Abriss und Schaden. Dann bleiben wir erstmal bei dem, weil der macht weniger Schaden. Na, der macht weniger Schaden, ne? 16-30, da macht er zwar mehr Schaden bei der Panzerung, aber 16-25, hier hat er 13. Wenn wir den, halt, war das der mit Feuer? Ja, der war das mit dem Feuer. Wenn ich den doch modifiziere mit mehr Feuerschaden, das sind 10er. Und dann vielleicht die Handhabung auf 19. Dann müsste das besser sein. Dann nehmen wir den.
machen Ausrüsten da rein. Dann haben wir einen neuen Bogen. Ich probiere den mal. Wenn er nicht so ist, dann ist er nichts. So. Theoretisch müsste... Das ist ein Test. Mich interessiert es mal ganz kurz, was passiert, wenn ich den... Der macht ja sozusagen auch auf Rüstung Schaden. Was passiert denn, wenn man hier Feuer reinmacht? Macht er gar nichts. Okay. Es war nur eine Frage. Gut. Achso, und die Rüstung, die sie hat, kann ich die auch noch modifizieren? Outfit modifizieren, ja. Ui. Fernangriffsschutz, Feuerschutz, Schockschutz, Feuerschutz. Ah, Feuer, Fernangriffsschutz und Eisschutz. Das ist doch was Schönes. Eisschutz, Tarnung. Ich glaube, ich mache Schutz. Dann wird sie getarnt und hat ein bisschen Schutz. Ja. Okay. Gut. Hier können wir nichts herstellen. Munition können wir dann demnächst herstellen. Mache ich übers Waffenrad. Nächstes Mal folge ich den Regeln der Stammmütter. So. Lange Zeit im Inventar gewesen, klar. Jetzt kommen wir aber weiter. Jetzt machen wir hier mal unsere Mission weiter. Hier ist sie. Die Heldin von Teufelsleib. Komm her, Mädchen. Ich will dich kennenlernen. Ja, wer bist du? Hallöchen. Maria. Reden wir doch mal mit ihr. Du bist also Aloy. Der Kriegstrupp hat von dir erzählt. Die Heldin von Teufelsleib. Nur eine von ihnen. Ich kämpfte nicht allein. Bist du Maria? Val sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Kaja-Hauptstadt? Westen ist die Richtung, aber ihre Soldaten werden dich lange vorher aufhalten. Wir werden sehen. Nein, ich meine damit, es gibt ein Kaja-Fort, das den Weg von Ost nach West bewacht. Es heißt, die Kaja haben das Tor verriegelt aus Angst vor den verdorbenen Maschinen im Heiligen Land. Wenn ich diese Maschinen vernichte, öffnen sie das Tor wieder? Vermutlich. Aber dir wird niemand helfen können. Wer redet von Hilfe? Du säuberst das Tal. Ohne Hilfe? Ich bin gut am Bogen. Das hoffe ich. Um deinetwillen. Wirklich. Naja. Gut, also, dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass ich auch gut ziele, wenn sie nachher dann wirklich an den Punkt kommt, dass sie sagt, sie ist gut am Bogen. Ja, dann rede doch mal über das Kaja-Fort. Das Kaja-Fort liegt also im Westen? Und dahinter Meridian? Ja, die Kaja nennen es Tagturm. Es liegt nicht weit vom verlorenen Dorf. Ein verlorenes Dorf? Es gab einen Namen, doch der ist vergessen. Ich bin da geboren. Was ist passiert? Der Krieg. Die Kaja vernichteten es bei einem Raubzug. Ich war 15 Jahre alt, ich entkam. Doch viele andere nicht. Die Nora haben sich an diesen Ort zurückgezogen. Mutterkrone. Wir überließen ihnen unser Tal. Selbst jetzt, wo der Krieg vorbei ist, ist das Tal eine Art Puffer zwischen Sonnenreich und Heiligem Land. Interessant. Okay, also die haben schon richtig Kriege hier geführt. Wie schlimm ist die Verderbnis schon? Ich habe sie an Maschinen unten im Tal gesehen. Und auch weiter im Süden sollen verdorbene Maschinen sein. Was immer die Verderbnis ist, sie befällt nicht nur Maschinen. Sie zieht ins Fleisch und schwächt Verletzte. Haben die verdorbenen Maschinen Schwachstellen? Feuer scheint ihnen mehr zu schaden als normalen Maschinen. Ein schwacher Trost. Diesen Fluch kann nur die Göttin aufheben. Es sei denn, wir finden heraus, was dahinter steckt. Die Mütter haben gesprochen, Aloy. Wir können nur kämpfen und zur Göttin beten. Na, das ist Blödsinn. Wir können auch herausfinden und forschen und natürlich uns Gedanken machen darüber, warum die Maschinen so sind, wie sie sind und was die da für irgendein komisches, schwarzes, rotleuchtendes Zeug verlieren. Aber das bedeutet, ich habe ja in der letzten Aufnahme oder im letzten Stream habe ich ja gesagt, wird eigentlich nur sie von diesem komischen Verderbniszeug geschädigt oder trifft das die Maschinen auch? Und jetzt haben wir die Antwort, es trifft alle. Ja, also ich dachte, dass das nur sie betrifft wegen ihrem Fokus, aber nein. Das betrifft anscheinend alle. Mutterkrone liegt am Rand der Heiligen Lande, stimmt's? Dann seht ihr bestimmt viele Fremde hier. Ja, nicht hier in unserem Dorf, natürlich.
aber unten im Tal. Seit dem Kriegsende dürfen die Fremden unser Tal betreten und Nora handeln mit ihnen, wenn sie wollen. Es ist so eine Art Zwischenort, weder fremd noch heiliges Land. Wenn du neugierig bist, geh zur Jägersiedlung. Es ist kaum mehr als ein Häufchen schmutziger Hütten und Zelte, aber Fremde übernachten dort oft. Klingt, als könnte ich dort mehr über Meridian erfahren. Vielleicht. Vielleicht sind ja auch die Leute durchgekommen, die wir suchen.